Hi, Emily. Hello, Alex. Hey, what are you doing this evening? I don't know. I thought about heading to the museum. I've got some work to finish up. Oh, come on, Alex. On a day like this, can't you tear yourself away from work just for today? Do you have a suggestion? Mm-hmm. There's a quiz today at 9 in 7th Heaven. I thought we could go together. I can't take the history round on my own. Come on, let's have a bit of fun. Don't be so boring. Okay, I'll sort out the inventory and I'll try to make it in time. You can do the inventory tomorrow. Don't try to trick me. I wanted to start early so I could get more of my project done tomorrow. Oh my god, you're never gonna get a girlfriend. Seriously, you should be grateful to have me. See you at 9. Don't be late. I've got a surprise for you. Later. Alex, what are you doing here on a Sunday? Oh, I have some research to finish for my project. I won't be long. I'm closing the building at 8. Please, don't make me come and get you. Sure, thanks. Hallihallo, Hallöchen hier auf Nekrums Channel und ihr seht Hildegards Gastzock. Wir spielen das Spiel Lieber. Erschienen am 11. Januar 2022 natürlich von Alcon Games. Also Entwickler und Publisher ist Alcon Games. Und wir sind, das haben wir gerade im Intro gelernt, ein junger Student, der wohl sehr strebsam ist. Und wir wurden gerade von unserer Freundin am Telefon davon überzeugt, dass wir doch bitte heute Abend um 9... Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, da steht jemand. Dass wir doch bitte heute Abend um 9 uns mit ihr treffen mögen. It's probably from that Viking story. An excellent thing and pretty well preserved. Hat wohl was mit Wikingern zu tun hier. Okay. Und ja, wir sind trotzdem in der Bibliothek, weil wir irgendein Projekt verfolgen und scheinbar sind wir ein kleiner Streber und ja, haben viel zu tun. Mal schauen, ob wir es auf 8 Uhr zu unserer Freundin schaffen. Eine Lupe. Mhm. Ja, dieses Spiel ist wohl ein Adventure. Third Person sieht man ja. Und ich habe mir sagen lassen, es ist sehr abwechslungsreich und es geht im weitesten Sinne um Zeitreisen. Aber wie so oft habe ich mich nicht wirklich selber gespoilert. Und dementsprechend kann ich auch euch nicht spoilern, also keine Sorge. So, ja, wir gehen zu Simon's Note, alles klar, bevor hier irgendjemand ausrastet, weil wir das einfach ignorieren. Right. Let's get started now. Okay, Alex, I've prepared a few more books for you to help you with your project. Also, der nette Simon hat uns ein paar Bücher vorbereitet, die uns bei unserem Projekt helfen sollen. Was auch immer das ist, hat wohl irgendwas mit dem Studium zu tun. Und die sollen wir jetzt suchen. Da lag doch ein Buch, oder? Das sieht doch sehr exponiert aus hier. Well, definitely not this book. Ja, okay, falsch. Ansonsten sieht jetzt keins so aus, als könnte man das anwählen. Hier, Schublade. ever yours. Okay, es ist wahrscheinlich zu spät, es zuzugeben, aber vor kurzem habe ich festgestellt, dass ich dich liebe. Wenn es dich immer noch interessiert, wie, was ich fühle, lass uns im Park neben der Universität. Lass uns im Park an der Universität treffen. Mein Gott. I loved you. Perhaps I still do. What a poet. Okay, also er liebt Evgeny. Ihn, sie, weiß nicht. Und tut's vielleicht noch und war mit sich selber sarkastisch gerade eben?
dass er sich hier als Poeten bezeichnet hat? Ich weiß es nicht. Ja, wir erhöhen die Stromrechnung ein bisschen für die Bibliothek. Okay, das sind scheinbar keine Bücher für uns. Gehen wir doch mal hier das Regal ab. Cozy. Das sieht doch gut aus. Aha! I found another one! Landscape and Mountains, also Landschaft und Berge. Was gibt's hier? Können wir da mal rüberspannen? Nein, können wir nicht. Gibt's hier noch? Nochmal Licht an. Genau, wir machen einfach überall Licht an. Oh, eine Runde Schach. Oh! Ups. Oh, kann ich das sonst... Entschuldigung. Ja, ich kann Schach eh nicht leiden. Upsi. So, Bücher im Bücherregal zu suchen, erscheint mir schlüssig. Excellent. Gut. Hier noch mehr. Das vom Anfang? Well, definitely not this book. Nee, definitiv nicht, hat er gesagt. Okay, wir haben jetzt zwei Bücher. Wir brauchen drei, ne? Kann man das überhaupt noch mal irgendwo gucken? Inventar. Ah, schön. King Ferikis Ring. Aha. Okay, Ferriki People. Also das sind scheinbar Leute, die nicht die menschliche Sprache können, aber die sich mit Tieren verständigen können. Und sie werden von Wölfen bewacht und Bären wärmen sie. Okay. Sie essen kein Fleisch. Naja. Die tolle Notiz. Die tolle Notiz. Der Ring. Die Bücher kann ich jetzt nicht angucken. Hm? Okay. Na, so groß ist die Bibliothek hier ja nicht, ne? Das war ja falsch, oder? Ja, das hier war falsch. Leg's zurück, Mann. Ja, komm, Licht anschalten. Wichtig. Warum auch nicht? Habe ich jetzt was... Das war das falsche Buch. Habe ich eins übersehen? Haben wir jetzt nicht alle im Regal gefunden? So. Das war ich nicht. Ich komme nicht mehr durch. Ich kann auch nicht drüber springen. Oh, diese Jacken machen mich wahnsinnig. Weil ich finde solche Bibliotheken schon tendenziell gruselig. Doch nicht. Können wir das auch einstecken? Nee. Ah, da ist noch ein Buch. Mann. Ah, found it. Aha, und noch eine Notiz. Hey, what's this? Okay. Glaubst du, ich hab's vergessen? Ich hab da ein Geschenk für dich in der untersten Schublade des Tisches. Aus einer kürzlichen Ausgrabung und keiner hat
Es, also dieses Geschenk, bis jetzt aufgemacht. Und wir sind jetzt die Ersten und derjenige, der uns das schreibt, ist Simon. Der ist ein bisschen eifersüchtig und freut sich aber für uns. Oh, und wir haben Geburtstag. Wir haben Geburtstag. Schön, dann schauen wir doch mal gleich dieses Geschenk an. How did he know I'd be here today? Ja, woher wusste er nur, dass wir hier sind? Mann, wir sind ein langweiliger Streber. Natürlich wusste er es. Was... Ah, okay, das ist jetzt doch recht offensichtlich. Das ist doch der Titel des Spiels, oder? Lieber, nur andersrum. Okay. Dann machen wir das doch gleich mal. Schön, dass uns gleich angezeigt wird, welcher Tisch gemeint ist. Lieber. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das heißt. Ich hatte nie Latein. U? E? Ach, Enter. Ha. Jetzt sind wir mal gespannt. Is that Latin? Whoa. Scheint ein schönes Geschenk für ihn zu sein. What's this? Oh. Okay. Hätten wir es jetzt nicht aufmachen sollen, oder? Ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen. Erst schmeißen wir den Schachtisch um und jetzt sorgen wir dafür, dass Alex verschwindet. What's going on? Where am I? Kann ich? Komm schon, gib dir mal Mühe, Alex. Auf geht's. Ich kann nix. Ah. On Guillotine, then? Luentiendes? Understand? Yeah. I understand. No time for explanation. Follow me. Mhm. Wieso rettet er uns jetzt? Hey, come here. Das meine ich mit Buggy. Ich habe eh gedrückt, wollte ich nur sagen. So. Psst. Hey. Come. Hey. Look. Fire. Fire. Okay. Follow the stranger. Folge dem Fremden. They know you've escaped. Now they'll be looking for you. What do they want with me? I didn't do anything. You burned down the stable. That wasn't me. I know. Sie denken jetzt, er hat den Stall niedergebrannt. Das ist natürlich sehr unglücklich. Psst, be careful with the cattle. See that dog? It'll give us away if we get too close. Hey, let's slip into the shadows here. Quick! Okay, wir sollen mit einem Hund ausweichen. Naja, da ist der Hund. Oh! Oh Gott! Was ist nur los mit denen? Okay, hier. Hide in the barn. Quickly! Okay, wir sollen uns hier verstecken, aber wir sitzen doch hier voll in der Falle, oder? Da schleicht einer rum. Oh. Markon, Nut. I'll treat you to a nice ale next time. Get out of here! Ja. Okay, ich soll den Stein nehmen und die Wikinger, das sind Wikinger, ablenken. Wieso sind hier Wikinger?
Rechts zielen, links schmeißen, okay. Ja, wo sind die denn überhaupt? Naja, einfach mal von uns weg, oder? Was machen wir? Na toll. Wieso? Das ist doch gar kein Fenster. Das meinte ich mit, egal. Scheint ein bisschen buggy zu sein. Aber dann ist doch da bestimmt... Okay. Probieren wir es einfach. Sieht er mich jetzt? Er sieht mich nicht. Hallo? Ah, jetzt. Lalala. Ich stand zwar schon direkt vor euch, aber danke, dass ihr mich nicht wahrgenommen habt. How do we get out of here? Okay, hier sind scheinbar einige unterwegs. Okay, wir sollen uns einen Weg durch das Dorf hier bahnen und wir sollen den Fremden finden, ohne vorher entdeckt zu werden. Sollte im Rahmen des Möglichen liegen. Es war aber jetzt auch mehr Glück als Verstand. Ich hoffe, der sieht uns. Nee. Oh, das war knapp. Nein! Lasst mich! Nein! Oh, oh, oh. Oh, das war aber auch mehr Glück als Verstand. Gib's zu. Stone Ammo. Steinmunition, okay. Oh, die flitzen hier ganz schön rum. Da steht einer, das ist schade. Die Frage ist, wie weit kann der gucken? Sieht der mich? Ja. Gut. Ah, da steht er. Hallo, ich komme. Ist kein Fehler mehr machen. Come on, don't just stand there. Come on, help me. Ja, ich drück doch eh. Get out of here. Wieso sind wir jetzt in einem Wikingerdorf aufgewacht? Hat uns das Buch in den Wikinger... Also, ist das die Zeitreise? Oh, was rennt da? I think we made it. Will you explain to me what's going on here? Who are all these people? Why am I here? Interessant. I will go first. Be careful. I think this book has something to do with it. Woher weiß er von dem Buch? Er sagt nämlich... A book, yep. Old, 12th century-ish, with the word Liber in the center and a strange symbol? That book? Yes,
Yes, that's right. That's the damn book I mean. What's it got to do with this? Is it valuable? Is that why we were dragged here? Also scheinbar... Ah, da lang. Scheinbar ist das Buch schuld und weiß von dem Buch. It's valuable, all right. But nobody dragged us here. Und es ist wertvoll. It's all a little complicated. Did you open it? Yeah. Then I started to feel bad. Then I guess I fainted? Oh. So, what's the book got to do with all of this? Oh, God. Listen, I also can't remember anything at the moment. But I think I understand a little. Give me some time to think, all right? All right. Okay. Also, weiß, dass wir das Buch geöffnet haben und dass es uns hierher gebracht hat. Und will aber irgendwie noch nicht alles verraten. Ach, das sieht schön aus hier. Das gefällt mir. Emily hieß unsere Gesprächspartnerin im Intro, okay. A Zelda S550. What? You haven't heard of it? It's a Japanese telephone brand. Telephone? Now, I've seen a telephone before, and it didn't look like that. Where are you from? Deseret, brother. Also kennt keine Handys? Utah? No, I mean Deseret. One day this goddamn government will recognize our borders. Mark my words. He's nuts. Also kann nicht zuordnen, wo herkommt. Und hält ihn für ein bisschen durchgeknallt. Okay. Versucht gerade hier an Emily eine Nachricht zu schreiben, dass nicht kommen Connection. Kann. What signals aren't there? What? He's nuts. There's a house nearby. No one's been there these past 3 days. So you've been here a while. It was. Now I'm not sure. Nothing's going to plan now, and I don't know what's gonna happen. You had a plan? No, well, maybe. Someone. Go on inside. I'll explain everything. Okay, also ist hier schon seit 3 Tagen und seit 3 Tagen steht die Hütte leer und sprach von einem Plan. Go on inside. I'll explain everything. Und dass der Plan, oder dass es nicht nach Plan lief und hat dann gefragt, ja, wessen Plan, ob es sein Plan ist und sagt ja, nee und ist ausgewichen. Go on inside. I'll explain everything. Können wir ihm vertrauen? Wahrscheinlich. Go on inside. I'll explain everything. So, dann schauen wir mal, was er uns erklären will. Aber vorher machen wir einen Folgenwechsel. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar oder ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.